Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hallo? Hallo, schön. Ja, schönen guten Tag. Axel, mein Name, Energieversorgung, wie wollte? Wollte gerne mit Herr Winklerson sprechen. Wer ist am Telefon? Wie kann ich Sie helfen? Es geht um den Stromliefervertrag bei Ihnen zu Hause, Herr Winklerson. An der Bleideiche 71. Wir möchten gerne die Rechnungsstelle erneut anpassen. Entschuldigung, da war gerade ein Knacken in der Leitung. Ich habe es nicht verstanden. Wir möchten gerne die Rechnungsstelle erneut anpassen. Und daher bräuchte ich die Stromzählernummer von Ihnen. Um was zu tun? Damit wir die Rechnungsstelle erneut für Sie anpassen können, Herr Winklerson. Was bedeutet das? Halt, wir haben ein neues Angebot für Sie. Ein Angebot? Sind Sie von Stadtwerken? Nein, wir sind ein anderer Anbieter. Ach so. Aber was kostet denn bei Sie? Wie viel Kilowatt verbrauchen Sie denn? Ah, zuletzt, die ist 3000 gewesen. Warum schreien da Kinder bei Ihnen? Sind Sie zu Hause? Ja, ich mache Homeoffice, Herr Winkler. Ah, ich verstehe. Das ist gut. Genau. Wir haben leider Kinder hier. So, leider? Das ist aber eine schlechte Antwort. Da ich noch zu jung bin, mag ich nicht so viele die Kinder, aber... Ja, es gibt da etwas, die Menschen, die nennen es Kondome. Ja, genau, da haben Sie recht. Aber die gehören ja nicht mir. Ach so. Genau, ich bin ja im Homeoffice. Wir gehören halt nicht mehr in diesen draußen Radspielen. Ah, Homeoffice mit Anschluss an den Kindergarten. Ist das schön? Ja, leider ist es so für mich, genau. Ansonsten müssen Sie nehmen ein Pfefferspray. Ja. Nein, das war Spaß. Nein, bitte nicht. So, für die 3000 Kilowatt bekomme ich einen Bruttoarbeitspreis von 41,51 Cent Kilowatt. Das ist aber sehr teuer. Ah, okay, wenn es noch günstiger ist, dann lassen wir es, wie es ist. Ne, ich wundere mich nur, weil das ist ja über der Preisbremse und seit vielen Monaten gehen die Preise runter. Warum kostet so viel bei Ihnen? Ja, die Strompreisbremse ist ja ab 40 Cent, aber die Preisbremse wird ja auch nicht immer das Ganze deckeln. Das bedeutet, dass es halt mit der Zeit auch nicht mehr fähig wird und dass sie den ganzen Summe wieder bezahlen müssen. Und das ist noch schlimmer. Ja, aber bei ganz vielen ist doch jetzt schon wieder weit unter 40. Ja, da es 3000 Kilowatt ist, fängt es jetzt gerade bei mir von 41 Cent an. Ach so, und was ist, wenn ich weniger verbrauche? Zahle ich dann weniger pro Kilowatt oder was? So glaube ich normalerweise nicht. Oh weh. Nee, wieder die 41. Das ist immer von Ort abhängig. In Baden halt habe ich die 41 Cent. Können Sie einmal, mein Frau wohnt in 91448 Emskirchen. Können Sie da mal gucken? Einen Moment. Wie war das? 9? 91448. Schauen wir mal. Emskirchen, schauen wir mal nach. Wenn ich da jetzt 3000 Kilowatt eintrage. Also ich weiß, Sie arbeiten viel mit Prepaid-Stromzähler, aber vielleicht kann man das ja auch günstiger bekommen. Genau, für die 3000 Kilowatt, wenn wir es für jetzt Emskirchen schauen, dann bekomme ich die 37 Cent. So viel? 37 Cent. Ja. Ich habe gerade den Tarifcheck offen, da zahlt man 30,55. Okay. Hört sich gut an. Wenn... Halt, ja. Sie das, wie hoch sind denn Ihre Arbeitspreise? Wie viel bezahlen Sie denn? Ich gucke gerade, wo das steht. Na gut, das ist bei denen 60 im Monat. Im Jahr. Im Jahr, okay. Ja. Wenn Sie halt zufrieden sind mit das, dann lassen wir es, wie es ist. Naja, warum? Sagen wir einen sehr ehrlichen Grund. Warum sollte ich mehr bezahlen, wenn ich jetzt weniger bezahle? Und Sie sagen, Sie haben ein neues Angebot für mich, dann... Sie müssen doch vorher gucken. Wir hatten gedacht, dass es günstiger ist, aber ist jetzt nicht, haben wir auch gemerkt. Wer hat das denn gesagt? Wer ist dein Name?
halt, wir sind auch ein Vergleichsportal erwähnt lassen und wir rufen ja die Kunden immer halt an, damit wir halt ein neues Angebot in Anspruch stellen können immer. Ja. Und ja, in Ortenbaden ist es ja halt die 40 Cent schon gut. Das ist Ansichtssache. Die kann man ja halt auch andere Anbieter finden, genau. Nun, also Sie arbeiten für einen speziellen Anbieter? Genau, wir sind die Mi Volta GmbH. Ah, und woher Sie meine Telefonnummer haben, wenn ich gar nicht bin Kunde bei Ihnen? Da haben Sie in den Schokoladenprobierpaket die Werbeanrufe akzeptiert. Habe ich nicht. Können Sie mir bitte eine Kopie von meinem rechtlich verbindlichen Werbeopt-in schicken per Post? Nee, per E-Mail ist besser. Ich kann es gerne zu unseren Kollegen weitergeben, die können Sie wieder mal erreichen darüber. Nein, die sollen mir ein E-Mail schicken mit Kopie von der Werbeeinverständniserklärung, wo ich das unterschrieben habe. Okay, weil für ein werbewirksames Opt-in reicht es ja nicht, wenn irgendein Idiot irgendwo meine Telefonnummer reinschreibt. Ah, okay. Dann gebe ich das so weiter, die Kollegen werden sich darum kümmern. Welches E-Mail-Adresse Sie haben von mir? taube88@aol.com. Ja, gut, dann schreiben Sie bitte rein. Ich erwarte, ich antworte binnen 7 Tage, sonst geht die Meldung bei Verbraucherschutz drinnen. Okay, gebe ich so weiter, Herr Winkler. Super, vielen Dank. Wünsche einen erfolgreichen Abend mit Ihren teuren Preisen. Danke. Tschüss. Danke, Ihnen auch. Das ist ein mieses Gesindel. Hallo? Hallo. Ein wenig guten Tag. Lida Schwarz im Apparat hätte gerne mit Marianne Hetzler gesprochen. Ja, die ist am Telefon. Was gibt's? Melde mich von der AKOG. In unserer Sommeraktion haben Sie unverbindlich und kostenlos 2 Flugreisen im Wert von ca. 1750 Euro erzielt. Die Information zu den Reisen sowie ein Exemplar vom Gutschein erhalten mit einem exklusiven Code per SMS sowie auch per E-Mail. Das ist eine Reise nach Venedig und eine nach Toskana, jeweils für 2 Personen, inklusive Hin- und Rückflug, Übernachtung, Frühstück mit einer unbefristeten Gültigkeit. Ah, das ist ja geil! Diese auch beschenken bzw. verkaufen, da diese auch frei übertragbar sind. Ah, das verkaufe ich nicht! Das mache ich selber! Ich brauche Urlaub! Das ganze Telefonieren ist so anstrengend! Bitte? Ich sag, das mache ich selber! Ich brauche Urlaub! Ja, ist Ihre E-Mail-Adresse taubenzuchtberlin1922@gmail.com noch aktuell oder hat sich die inzwischen geändert? Ah ja! Ist noch aktuell? Ah ja, natürlich! Okay, einen Moment bitte. Okay, die SMS und die E-Mail wurde jetzt an Sie versendet. Alternativ hierzu können Sie auch über die Webseite europa-rk.com mit Eingabe des Codes auf alle notwendigen Informationen jederzeit zugreifen. europa-rk.com? Genau. Die Seite gibt's nicht. Natürlich gibt's die Seite. Aber ich sitze gerade am Computer. Europa wie der Kontinent _ AntonKaufmann.com. Die Seite wurde nicht gefunden. europa-rk.com. Ja, buchstabier's mal. E-Mail? Ja. U wie Ulrich? Ja. A wie Richard? Ja. O wie Otto? Hab ich. P wie Petra? Ja. A wie Anton? Ja. Minus? Ja. R wie Richard? Ah, sagtest du, ich hab A wie Adolf geschrieben. Ja. A wie Richard? Europa Reise und Kulturmarketing UG. Genau. Alles ist ja was. Genau. Ja. Auf jeden Fall, unabhängig davon, steht Ihnen von unserer Vermittlungsgesellschaft ein Gewinnpaket zu. Das Gewinnpaket beinhaltet einen Mindestpreis von 500 Euro, entweder 500 Euro in bar oder eine 8-tägige Flugreise in die Türkei nach Antalya Kappadokien für 2 Personen. Ah ja. Mit Übernachtung, Frühstück sowie Hin- und Rückflug im Wert von ca. 1000 Euro. Ist ja geil. Und in Bezug auf das Gewinnpaket nehmen Sie 3 Monate an der Gewinnaktion mit einer 100%igen Gewinngarantie jeden Mittwoch und jeden Samstag Beziehung
mit 120 Stück rein plus C-Mal-Spiel 77 an der Deutschen Lotterie 6049 sowie jeden Dienstag und Freitag bei der Euro-Jackpot-Lotterie Europas pro Ziehung mit 15 Tipp rein teil. Das ist geil! Für den Einzeltipp bei 6049 mit diesem Sie jeden Samstag zusätzlich teilnehmen, dürfen Sie selbst bestimmen. Ach, Jesus Gott. Überlassen den Zufallsgenerator. Welches von beiden bevorzugen Sie bitte? Also lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Ich grüße Kai-Uwe Meier. Sie bitte? Ich hab gesagt, ich grüße da Kai-Uwe Meier. Der arbeitet bei euch. Das ist Kai-Uwe Meier. So eine Person kenne ich nicht. Ah, der arbeitet bei euch. Undercover. Die Marianne Hetzler, ne? Ha? Sind gar nicht die Marianne Hetzler. Ah doch, wer soll die sonst sein? Wer bist du denn? Haben Sie überhaupt mitbekommen, was ich Ihnen alles gesagt habe? Ah ja, das Gewinnspiel und das Lotto-Spiel, ich hab aufgepasst. Aber du lässt mich ja nicht reden, du schwätzt ja in einer Tour. Soll ich jetzt die E-Mail aufmachen? Frau Hützler, haben Sie Interesse an Ihrem Preisen oder nicht? Also, ah ja, ich will das haben. Dass Sie mich veräppeln wollen, irgendwie. Warum denn? Anscheinend haben Sie kein Interesse. Ich du kriminelles Schwein, du hässliches! Ach, du kommst in der Knast! Ich sag's Pfarrer! Weiß gar nicht, war das jetzt ein Mann oder eine Frau, mit dem ich da gesprochen habe? Was für ein Rindviech, ey. Medienhäuser, Herr von Rudersdorf? Am Telefon. Grüße Sie, es geht Grüße hier um den Sie. Anruf, den Sie ja vor ein paar Tagen von uns, also letzte Woche, erhalten haben, wegen der Jubiläumsaktion der Verlagshäusern. Können Sie sich erinnern, wo Sie auf die Taste 1 drücken sollten? Ja. Bitte? Ich erinnere mich. Ach super. Sie sind jetzt nämlich unter den ersten 10 Finalisten. Sollten Sie bei der Hauptverlosung gewinnen, möchten Sie dann lieber das Auto oder die 69.000 Euro im Bar? Was gibt's da denn für ein Auto? Mercedes E220, das sind E-Autos. Das war ein bisschen schnell. Ich höre nicht mehr so gut, wenn Sie so freundlich wären. Okay, natürlich. Herr von Rudersdorf, entweder 69.000 Euro im Bar oder ja. Auto. Das ist eine Mercedes E220. Ist das so ein Solarauto? Ja. Das ist gut, dann nehme ich das, ne? Okay. Dann gebe ich das meinem Enkelsohn, dann hört er mit seinem Straßengeklebe vielleicht mal auf. Ja, Sie müssen erst dann natürlich, wenn Sie hier teilnehmen, Sie sind hier unter den ersten 10 Finalisten, wenn Sie gewinnen, natürlich werden Sie das dann auch erhalten. Ja. Möchten Sie, dass wir Sie bei der Verlosung anonym lassen oder dürfen wir Sie veröffentlichen? War doch lieber anonym, ne? Sonst klaut das noch einer. Alle 10 Endkandidaten, dazu gehören Sie ja auch, erhalten unabhängig von der Verlosung eine hochwertige Reise im Wert von 2.000 Euro als Geschenk. Das ist die 4-Jahres-Seitenreise, ja? Schwarzwald, Hamburg, Prag und Ostfriesland. Jeder Gutschein ist für 2 Personen 2 Jahre gültig, die auch übertragbar ist, Herr von Rudersdorf. Machen Sie noch Reisen mit? Ja, mit meiner Frau halt, ne? Das ist ja schön, ist doch gut. Ja, je nachdem. Ist Ansichtssache. Bitte? Ist Ansichtssache. Okay. Und wo war das jetzt nochmal? Hamburg? Ostfriesland, Hamburg, Prag, Schwarzwald. Jeder Gutschein ist für 2 Personen 2 Jahre gültig, die auch übertragbar ist, ja? Ja, und in welcher Reihenfolge werden diese Orte angefahren? Herr von Rudersdorf, das können Sie dann alles von den Reisegesellschaften dann erfahren. Das ist dann für die nächsten 2 Jahre dann gültig, ja? Das ist können gut. Sie das dann dementsprechend machen, wie Sie das möchten. Das hat keine Reihenfolge, ja? Ach so. Das ist klasse. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, was soll ich jetzt tun? Sie werden bei dieser Aktion einmalig
von UNESCO Weltkulturerbe den Wandkalender noch erhalten, der aus rechtlichen Gründen mit dabei sein muss. Damit wir Sie von Notar als Kunde nachweisen, dass Sie keine Steuer und keine Bearbeitungskosten erhalten, ja? Verstanden. Okay, super. Ist die Adresse noch in Hindenburgstraße 112b noch richtig in Bayreuth? Ah, natürlich. Sie sind der Herr Hans von Rudersdorf und Sie sind am 4. September 1951 geboren? Woher wissen Sie das denn? Ja, ich weiß schon einiges. Was wissen Sie denn noch? Was sollte ich denn noch wissen zum Beispiel? Naja, sagen Sie mir das doch. Das war's eigentlich. Das hat ja schon Anmutungen von Gangstalking. Nein. Herr von Rudersdorf, möchten Sie hier teilnehmen? Dann werden wir Ihnen nämlich den Wandkalender, die Reisegutscheine und die Losnummer alles per Post zuschicken. Nachdem Sie das erhalten haben, würde der Kalender von UNESCO Weltkulturerbe einmalig 109 Euro kosten. Ja, das wird dann erst Anfang des nächsten Monats einmalig abgebucht. Plus die 5 Euro Portogebühren. 100 Euro für einen Kalender? Ist der aus Blattgold? Ja. Ja, dann nehme ich den. Ja, okay. Dann bestätigen Sie mir mal einmal bitte Ihre IBAN-Nummer, dann kann ich Ihnen den Goldkalender zuschicken. Den Goldkalender zuschicken. Du organisiertes kriminelles Schwein. Schäm dich am Telefon, alte Leute abzuzocken. Ich bringe euch alle in den Knast und in die Forensik. Jeden einzelnen von euch. Mit diesem epischen Eduard Käseberg und Mimon Baraka Crossover. Du mieses kriminelles Schwein, du elendes. Schämst du dich gar nicht? Was zahlen sie dir dafür? Was soll der Stuss? Ach, das können sie sich nicht vorstellen, was ich ausbezahlt bekomme. Ja, du bekommst auf die Schnauze, du Kriminelle. Das Einzige, was du kriegst. Ordentlich, ja. Sie können mich nicht einfach duzen. Na, du bist ja eine Kriminelle, du. 100 Euro für einen Kalender und dann noch die Bankdaten klauen. Du bist ja auch eine Kriminelle. Du organisiertes kriminelles Schwein, du Elendes. Geschäm dich, und deine Kinder schämen sich. Schwein bin ich, schäm dich. Ja, du bist auch live im Internet gerade, es wird alles aufgenommen, du Kriminelle, du. Jetzt bist du platt, wa? Bogak! 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 Ich geb dir mal meine Frau. Ja, hallo? Was versuchst du, meinen Mann abzuzocken, du alte Hur? Mir schlage die Zange, wenn ich das dem Pfarrer sage. Der zieht dich über den Marktplatz. Du wirst ans Kreuz geschlagen wie der Martin Luther. Mir zünde deine Zehennägel. Oh, du alte Dump, du Blöde. An so was Kriminelles wie dich habe ich ja noch nie gesehen in meinem Leben. Ist alles wisch niedergemetzelt, ich sag's dir. Wir schicken dich auf den nächsten Kreuzzug als Einzige. Du kannst Schmiede räumen, du Dumm, du Blöde. Geh die Schäme. Du redest ja immer noch mit mir, du bist ja immer noch treu. Spann dich auf der Bock. Ich hol dir den Ziegenbock, der macht dich fertig. Okay, das mit der Ziege war hier noch zu viel. Was ein miefes Scheißpack, den Goldkalender vom UNESCO Weltnaturerbe. Hat da keinen Anstand im Leben, dieses Dreckspack. Mein Name, ich gebe ihm mal den Herrn Benchot, ja? Herr Mugenlatte, ich höre Sie ganz kaum, wissen Sie sich näher zu Ihrem Apparat. Hallo. Leck. Okay. Hallo, Madame. Erzählen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung mit dem Handel? Guten Tag, Madame. Mein Name ist Ranjit Benchot, Kollege Telefon bei meine geben. Warum Sie haben angerufen? Hören Sie, sagen Sie bitte, welchen Betrag möchten Sie monatlich verdienen? 3 Euro. Wie viel? Aha, genau. Weil ich brauche Kleingeld für Kaugummi-Automat. Da muss ich 3 Tuten Deutsch für euch kaufen. Es ist ein automatisches Handelssystem. Aha, Kaugummi-Automat, ja? Ja, alles wirkt automatisch. Und wie viel Geld muss man da reinstecken? 10 Cent, Euro per Cent, right? Oder nimmt er auch noch Pfennig, weil Kaugummi-Automat sehr alt, ja?
Hallo, Madam. Sagen Sie bitte. Are you retarded, right? Sagen Sie bitte, erzählen Sie bitte über Ihre... Sie haben überhaupt keine Erfahrung, richtig? Nein. Ich bin Chief Inspector of Coordination bei den Caravans of Freedom and Peace, right? Wir den Frieden bei ganzer Welt bringen auf den Rücken von einem Elefant und einem Kamel und einem Esel. Drei Brüder, jeder in eine andere Richtung reiten und wir jetzt Frieden bringen. Und wir dafür Geld brauchen, okay? Hallo? Sagen Sie bitte. What are you doing? Möchten Sie diese Einzahlung mit Kreditkarte machen oder mit Banküberweisung? Ja. Womit? Ja. Und welche Zahlungsweise ist für Sie passend? Genau so machen wir das, okay? Wir können so machen. Auf welche Weise? Mit Kreditkarte oder mit Banküberweisung? Ja. Ja, wir machen. Ich Ehrenwort geben bei meiner heiligen Inde. Werde bei dir nicht rein packen, okay? Hallo? Was ist mit dir los? Sagen Sie bitte. Kannst du nicht hören reden? Kannst du wie normale Mensch sprechen, bitte? Ich höre Sie ganz kaum. Ganz kaum? Das ist nicht gut. Sag mir, bist du Terry Markitschut? Sagen Sie bitte. Affanculo. Welches Spiel haben Sie, finanzielles Spiel? Welches Spiel? Civilization 6, ich spiele gerade die Maya auf einer Wüste-Only-Karte. Welches Spiel haben Sie, finanzielles Spiel? Ich muss den Big Ben bauen, weil dann kriege ich die Hälfte von meinem Kapital Verdopplung machen. Und ich kriege ein Diplomacy Card, right? Ein neuer Platz, was kann man immer benutzen, unabhängig von der Regierungsform, okay? Das ist für mein Herz sehr wichtig. Hallo, Lady? Guten Morgen, Herr Penjali. Aha. Hier spricht Ihre Kontoberaterin von Allianz Group Finanzplattform. Okay. Sie haben Ihre Anmeldung auf unserer Webseite hinterlassen und jetzt können wir Ihnen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos helfen. Oh, ist das den, den Trading-Firma, right? Genau. Okay, sehr gut. Okay, also Sie brauchen zuerst eine Einzahlung durchführen. Es gibt bei uns drei verschiedene Beträge. Hallo? 275. Hallo? Ja? Wir 30 Sekunden bei Telefon, du willst schon Geld von mir haben. Willst du mir nicht sagen, was kann deine Firma, wie viel kann man verdienen, was ist Risk und alle Sachen? Nicht gleich Geld verlangen. Ja. Da ist eine Frau bei Telefon von Investment machen. Was haben wir gesprochen? Finanzen. Aha, Investing machen. Viel Geld. Verkaufen oder was? Ja, den will die Farm nicht kaufen. Die will Investment machen. Invest, okay, sag doch Hallo für mich, diese Frau. Ich soll von meinem Bruder Hallo sagen, right? Ja. So, was kann man, Hallo. Wie viel Profit kann man bei deiner Firma machen, Lady? Also, es ist von Produkten abhängig, aber pro Tag können Sie ab 10 Euro verdienen. 10 Euro, das ist nicht viel Geld. Ja, aber Sie werden zuerst anfangen und natürlich, wenn Sie Erfahrung in diesem Bereich haben, in der Zukunft werden Sie mehr verdienen, als Sie es am Anfang machen werden. Am Anfang 10 Euro verdienen, bei einem Jahr oder was? Ja, 10 Euro pro Tag am Anfang. Einen und Tag? Danach, wenn Sie, ja. Wie viel verdienst du an einem Tag? Also, warum muss ich es Ihnen sagen? Und er will doch mich als Kunde gewinnen. Machen. Sie müssen verstehen, dass es ist nicht so möglich, pro Tag 1.000 Euro zu verdienen. Oh. Das ist Finanzmarkt und die Produkte steigen nicht so hoch. Und es können Maximum um 6% steigen. Und es wird Ihnen zum Beispiel 30 oder 40 Euro bringen. Das ist doch viel Geld bei einem Tag.
Ja, Sie können mit verschiedenen Produkten handeln und arbeiten und natürlich werden Sie mehr Gewinn profitieren. Wir wollen handeln. Wenn man mit einem Produkt handelt, stopp. Zum Beispiel mit einer Aktie, wir wollen, ja, 10 Euro pro Tag. Wir wollen Handel mit Elfenbein machen, right? Wie bitte? Handel mit Elfenbein machen. Elfenbein. Ja. Ebony, right? Ja. Ivory, so rum. Ebony, aber Ebenholz ist auch gut. Ja, und unsere, es gibt bei uns Plattformen, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind. Oh. Intelligent? Oh mein Gott, das ist ganz gut. Bruder, wie viel? Das ist ganz gut. Das du ist musst sehr gut. Fragen machen wegen intelligent. Ja, wie viel IQ den Programm haben, fragte meine Bruder. Wie bitte? Wie viel IQ den Programm haben? Intelligent Quotientum, right? Sie haben noch nichts bei uns, weil sie kein Mitglied bei uns sind. What? Sie haben bei uns kein Konto aktiviert. Ich weiß, wir wissen. Wir wollen Elfenbeinhandel machen, right? Wir haben 3 Kisten bei Keller liegen, mit die Vogel von Hitler drauf, right? Wir haben das gefunden. Ja und? Wir wollen Verkauf machen. Handel machen. Handel machen, Handel, Handel. Handel machen, wer mehr bieten, wer wenig bieten und dann Verkauf machen. Genau, es ist beim Online-Handel so. Ja. Können wir Online-Handel machen für Ivory Elfenbein, right? Ja. Wie viel Euro? Kurs. Was Kilopreis, right? Was meinen Sie damit? Preis für 1 Kilogramm. Für 1 Kilogramm was? Elfenbein. Also es ist nicht mit Kilogramm gerechnet. Oh mein Gott, mit was dann? Das ist bei Gramm, weil so selten geworden, right? Weil man darf damit ja nicht verkaufen. Was überhaupt Online-Handel ist? Und Einkauf, Verkauf, Angebote, Nachfrage. Mit digitalen Produkten. Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum. Okay. Aktien, das ist auch gut. Ja, wir akzeptieren alle Zahlungsmethoden, right? Nur American Express nicht, das ist zu teuer. Entschuldigung, wir machen jetzt das ganze Geld in digital umwandeln machen. Ja, unser Produkt machen digital umwandeln machen, verkaufen. Ja, du musst den 3D-Scanner holen, dann wird Elfenbein da reinkloppen und bei Festplatte hochladen, okay? Und dann Konto aktivieren und dann wir machen Geld machen. Wie viel kann man verdienen machen? Die sagt 10 Euro bei einem Tag am Anfang. Aber dann mehr werden. Ah, warum du aufgelegt, du dumme Kuh? Hat sie aufgelegt, verdammte Scheiße. Sie haben Ihre Anmeldung auf unserer Webseite hinterlassen. Und jetzt kann ich Ihnen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos haben. Ja. Also haben Sie schon über unsere Bedingungen gelesen? Gelesen? Ja. Meine Bruder gelesen. Welcher Bruder? Meine Bruder gelesen machen. Was meinen Sie damit? Meine Bruder von meiner Mama Kind. Meine Bruder. Mhm. Haben lesen machen. Meine Bruder haben registrieren machen. Sie anfangen. Meine Bruder haben sagen 800 Euro machen. Unser Minimalbetrag ist also 275 Euro. Ich habe keine Ahnung. Ich frage meinen Bruder. Bruder, Telefon, Grau anrufen machen von Handel. Ja, hallo. Kommst du mal Telefon? Was geht? Wir wollen Geld verdienen, Devoschka. Hallo? Hallo? Ja? Ich bin der böse Bruder. Wer bist du? Das ist mein Bruder. Also, wieso fragen Sie das? Du rufst bei uns an, dann frage ich, wer bist du? Ist ganz normal, oder was? Bitte nicht frech sein zu meinem Bruder. Ja, ist echt so, Alter. Haben wir Respekt vor der Obrigkeit, verdammt. Wir Kunde, warum Sie so sagen? Wir haben nichts böse machen. Wer ist diese Frau? Was meine ich damit?
Diese Frau von Handel anrufen, Handel. Ah, Handelfrau. Ja, wir wollen Geld verdienen. Handelfrau. Profit machen, Umsatz. Rabota. Ja. Pesetas. Hallo? Das ist schwierig, ja? 4 Worte in einem Satz. Ja, ich höre Sie. Ja, wir wollen Geld verdienen. Kannst du uns helfen oder nicht? Ja, Sie melden sich schon das dritte Mal. Ich habe mit dir noch nie gesprochen. Wieso? Nein, wir haben schon gesprochen. Nein, ich bin gerade von Einkaufen gekommen. Glaube ich nicht. Ist mir also, egal, was du mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ich sehe, dass Sie sehr bewusst in diesem Bereich sind und haben schon über alles über uns gelesen. Ich weiß alles über euch. Schuhgröße, Frühstück, Bettgewohnheiten. Mach mir ein gutes Angebot. Ich glaube, Sie haben nicht auf richtiger Platz gelandet. Mach mal, was war? Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Wissen Sie, woher wir Sie anrufen? Aus Indien. Nein. Lass mich raten. Zu welchem Angebot rufen wir Sie an? Wissen Sie das? Investment. Amazon? Nein. Keine Pakete. Also, wir rufen Sie von Allianz Group Finanzplattform an. Sag ich doch. Finanzplattform, du von Handel anrufen. Wir haben dreimal gesagt, von Handel anrufen. Du bist so von, reagieren du? Sie das? Entschuldigung, ich habe Pupfschnupfen. Wir haben verstanden, du bist von Amazon. Nein. Bruder, wie lange kann man einen Dummen beschäftigen? Sollen wir ausprobieren machen? Ja, klar. Was haben Sie gesagt? Ausprobieren. Was ausprobieren? Ja, was Sie davor machen, gesagt diese haben. Plattform machen. Nein, was Sie genau gesagt haben. Wiederholen was habe ich gesagt? Ich wollte Geld verdienen machen. Ich habe meine Bruder gesagt, ausprobieren. Diese Dumme ausprobieren. Ja, ausprobiert machen, right? Und falsche Aktien. Diese Dumme. Das ist Dumme. Nein, nicht Dumme. Nicht dumm. Das ist meine Sprache. Das heißt, das heißt einschalten, ja, das heißt machen Geld, die, das heißt Profit machen. Also, ich habe nicht beleidigt gemacht. In Ihrer Sprache, ich glaube, es gibt nicht so ein Wort, weil es ist ein deutsches Wort. Belehrt. Warum diese Frau so unfreundlich? Warum sie so unfreundlich? Warum unfreundlich? Entschuldigung. Weil sie beide am Telefon und sprechen gleichzeitig. Ich kann nichts verstehen. Vielleicht können Sie zuerst sprechen und danach Ihren Bruder. Okay, Entschuldigung, Sie haben recht. Aber können Sie uns andere Kontoberater geben, weil Sie sehr unfreundlich sind? Ja, ich glaube, Sie sind unfreundlich. Nein, wir wollen nur Konto aktivieren. Wir wollen keine Streit machen, aber du immer Streit. Bitte, kannst du bitte. Ich kann es freundlich sagen. Ich kann es freundlich, bitte. Und danach geben mir die Schuld. Nein, ich habe nicht gesagt, du Schuld. Wir beide vielleicht keine guten Freunde. Warum sprechen Sie über andere Sachen? Wenn jemand sein Konto wirklich aktivieren möchte, man spricht nur über Onlinehandel und nicht über andere Sachen wie Einkaufen und so weiter. Aber wir haben denken, du von Amazon anrufen. Ich glaube, wenn Sie sich bei einer Plattform anmelden, Sie können verstehen, woher jemand Sie anruft. Aber Sie rufen in 2 Sekunden an, so schnell. Wir können nichts denken, dass so schnell. Ja. Wir haben den Amazon. Wir warten auf Paket 3 Tage Paket warten. Paket, kannst du verstehen? Oh! Die ruft gleich bestimmt dich an, Alter. Die hat nichts zu tun. Die können wir nicht verarschen, Alter, so lange. Oh! Die sind alle zu dumm, um zu verarscht zu werden. Ich schwör's dir, ja. Bei Gott sogar. Oh Mann. So, noch eine Anmeldung durch. Gucken wir mal.
Die Frau, Alter, die ist. Die checkt sofort, wenn wir jetzt einen Opt-in da wieder machen. Ja, ich glaube, das braucht eine Pause. Ja. Ich gehe mal woanders gucken, warte. Ich muss ja noch andere. Ach, ich bin gleich wieder da. Ja. Dadam, dadam, dadam. Dadam, dadam, dadam. Ist das die Seite, wo ich früher gerne drauf war? Nee. Aber egal. Ich kann mal gucken. Benjamin. Germany. Geht durch oder nicht? Gucken wir mal. Ist leider nicht durchgegangen. Das heißt, die Seite funktioniert nicht. Gucken wir mal hier. So, da ist er wieder. Da bist du wieder. Ich guck gerade neue Seiten. Wenn ich meine alte Seite wieder finden würde, wäre geil. Ja, die ist verschwunden. Ist einfach weg. Ich kann mal hier probieren. Vielleicht klappt das. Ja. Wir verbinden Sie mit dem besten Broker für Ihre Region. Warten Sie, es wird gerade ein Broker gesucht. Sie wurden registriert. Mensch, so schnell geht das. Gabriele Kaiser hier. Er hat gern Interesse gezeigt, bei unserem Investmentfonds das teilzunehmen. Stimmt das? Ja. Schön. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Also 250 Euro, 500 Euro oder 1000 Euro. Ja. Was, ja? Ja. Mit welchem? Mit 250 oder mit 500 zum Beispiel? Ja. Können Sie mir mit vollem Satz sagen? Nein. Warum? Nein. Was? Nein. Nein. Geht's Ihnen gut überhaupt? Ja. Wunderbar. Spielen Sie ein Spiel? Nein. Bitte? Hallo? Herr Gent. Ja? Wenn es Ihnen gut geht, wenn Sie mitmachen möchten, ja? Sagen Sie klipp und klar, mit welchem Betrag Sie einsteigen möchten. Auf jeden Fall, das machen wir. Auf jeden Fall was? Bitte? Auf jeden Fall was? Was denn? Ich hab's nicht verstanden. Können Sie Deutsch? Können Sie Deutsch? Also sind Sie blöd oder schaffen Sie mich für blöd? Ne, wie viel würden Sie... Wenn Sie ein Arschloch sind und einfach ein Spiel spielen, dann... Du kriminelles Schwein, du kriminelles Schwein. Du bist eine Kriminelle, bist du. Haben Sie Spaß? Nö. Nee. So gehen Sie zum Teufel. Scheiß kriminelles Schwein, du. Kriminelle Sau, du Hässliche. Geh die Arbeit suchen. Ob ich das jemals schaffe, einen Anruf zu machen, der nur aus Ja und Nein besteht? Eva Sander, ich melde mich von der Unio GmbH im Auftrag von Hellbock 24. Na? Vom Ziegenbock? Hallo? Vom Hellbock 24. Herr Hinterrotter, ja, sind Sie am Apparat? Am Telefon, ja. Von was rufen Sie an? Hellbox wie Höllenbox? Hellbox, das sind so Pflegemittel, Pflegehilfsmittel. Rufen Sie aus der Türkei an, Sie haben eine ganz schlechte Leitung. Nein, aus Hamburg rufe ich an. Aus Hamburg? Zurückrufen?
Kann ich Sie zurückrufen? Vielleicht ist das dann besser. Wir sprechen doch schon. Warum wollen Sie denn zurückrufen? Wir telefonieren doch schon. Das ist ja lustig. Damit Sie mich vielleicht besser hören. Deswegen. Ich bin jetzt gerade mal ins Badezimmer gegangen. Da habe ich immer den besten Empfang. Hier scheint das zu funktionieren. Ah, super, super. Ah. Also, ich sage Ihnen, worum es geht. Ja, wir sind Mitglied vom Deutschen Roten Kreuz und Sie oder ein Familienmitglied sind bei uns mit einem anerkannten Pflegegrad registriert. Ja. Ja. Ich habe hier die Stufe 5. Ja? Korrekt, ja. Was hat es da auf sich mit? Ja, ich wollte Sie jetzt kurz informieren. Pflegebedürftige haben einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegehilfsmittel. Ja? Im Wert von bis zu 40 Euro monatlich, wenn sie zu Hause gepflegt werden. Ja. Das ist genau bei Ihnen der Fall und deswegen auch mein Anruf. Ja. Ja. Und diese Pflegemittel, das sind Handdesinfektionen, Flächendesinfektionsmittel, Mundschutzmasken, Einmalhandschuhe, Matratzentopper. Muss man jetzt wieder Maske tragen? Nein. Nein, nein. Nicht? Nein, auf keinen Fall. Nein. Sie haben Anspruch auf diese Pflegemittel. Ja? Pflegehilfsmittel. Das sind Pflegehilfsmittel. Ach so. Sie haben Anspruch auf Ihre persönliche Healthbox von Maxo. Kostenlos bekommen Sie die. Ja, dann her damit. Das zahlt die Krankenkasse. Na, immerhin. Jeden Monat. Was brauchen Sie denn eher? Handdesinfektionen? Flächendesinfektion? Mundschutz? Also wenn Sie... Schutzschilder? Nee, so gefährlich ist es. Wir wohnen nicht in Kreuzberg. Ne? Also am ehesten, sagen wir, wir ernähren uns ja hauptsächlich vegetarisch und vegan, wären, sag ich mal, Vitamintabletten. Weil da fehlen ja ganz viele Nährstoffe, ne? Ja, ja, okay. Was brauchen Sie denn eher? Handinfektionen? Vitamin D hauptsächlich. Vitamin D, Dora. Vitamin D, da müssen Sie ans Meer. Ja, das ist ja bei Ihnen in Hamburg, ne? Ja, wir sind in Hamburg, ja. Da ist wahrscheinlich nicht so viel Vitamin D. Meine Frau kommt aus Hamburg. Wo sitzen Sie da denn? Okay. Möchten Sie, dass ich Ihnen eine Helpbox zusende? Ich habe Sie gerade was gefragt. Ja? Ja, wo sitzen Sie denn in Hamburg? Ja, in der Stadt. Ja, was ist das denn für eine Antwort? Stadtteil, Anschrift. Ja, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, warum aus Datenschutz nicht? Darf ich das nicht sagen. Sie dürfen mir aus Datenschutzgründen die Meldeadresse Ihrer Firma nicht sagen. Das ist doch Quatsch. Und unsere Firma ist die Helpbox 24, ja. Die wird von der Unio GmbH die ist Dienstleister. Die Unio GmbH. Wie schreibt sich das? Unio GmbH ist Dienstleister von der Helpbox 24. Und die Helpbox 24 können Sie auch im Internet finden, ja? Da können Sie sich auch erkundigen, was wir alles haben. Und Sie können sich auch selber melden, wenn Sie was wollen, ja? Ja, und wie kriege ich die Nummer jetzt, diese Box? Diese Box kann ich Ihnen zusenden, wenn Sie möchten. Ja, dann her damit. Ja, meine Frage war, was brauchen Sie denn eher? Ich nehme, was ich kriegen kann. Ja, haben Sie bitte Ihre Versicherungskarte dabei, weil ich brauche die Nummer dafür. Ah, also darum geht's. Jetzt habe ich die Masche auch verstanden. Die wollen die Versicherungsnummer haben und dann werden da irgendwelche Sachen mit abgerechnet. So funktioniert das. Nee. Doch. Nee. Geben Sie mal Ihren Firmennamen bei Google ein. Nein. Da wird überall vor Betrügern gewarnt. Schönen Tag, Herr Scheiß Betrüger, ja, Dreckspack. Tag. Ganz miese Nummer. Ganz miese Nummer. Gebt mal hier Helpbox 24 bei Google an. Ganz viele Leute, die schreiben was von gefälschten Arzneimittelabrechnungen und allem. Alter, ist das krank. Ja, da gibst du an irgendeinen Typen, der da irgendwo in ganz weit Wekistan sitzt, deine versicherte Nummer und deine Krankenkassenkarte, Dings da raus, wahrscheinlich noch ein Foto davon, und dann bist du weg. Und dann behaupten die noch, Mitglied vom Deutschen Roten Kreuz zu sein. Ich glaube, da rufe ich mal an. Ja, ich bin Turia Frei aus Qualitätsabteilung. Qualität? Was für eine Qualität denn? Deine Telefonqualität oder was? Nein, ich rufe aus
Qualitätskontrolle, ja, Qualitätsabteilung bei Firma in PC Invest. Gib mir mal jemanden, der Deutsch sprechen kann. Bitte? Gib mir einen Kollege, was Deutsch reden kann. Du liest okay, Zettel vor. Ich spreche Deutsch und jetzt, Alter. Sie haben alles verstanden, wie habe ich gesagt. Hey, dein Minja Germania Kollege. Пожалуйста, сука, бля. Bitte? Give me English-speaking colleague, right? Okay, aber ich spreche Deutsch. Was meinen Sie? Warum? Englisch, Englisch. Hello, madam, do you speak English? Warum möchten Sie mit anderen Kollegen sprechen? Sagen Sie mir bitte, Hermes. Madam, do you speak English? Hello? Yes, I speak English and speak German. Please, stop, and give me a German-speaking colleague, native speaker. Ich spreche Deutsch. Hallo, Herbert. Your German is horrible. I want to speak to German colleague, right? Okay, bitte, warte kurz Moment. Hallo, schönen guten Tag. Hallo? Ja, hallo, wie geht es Ihnen heute? Wer ist denn da, bitte? Also, da spricht Ihnen Kreuzer, die andere Manager, ja? Okay. Was möchten Sie managen, right? Wie bitte? Was möchten Sie managen machen, bitte? Also, ich bin Ihre persönliche Beraterin aus der Firma Infinity Invest. Wie ich habe gesehen, Sie haben unsere Werbung gesehen, ja? Allprofi.de. Aha. Über automatisiertes System, über Robotsystem, ja? Robot? Ja? Sagen Sie mir bitte, sprechen Sie Deutsch oder nein? Sprechen Sie Deutsch? Dein Deutsch ganz schlimm. Wie du mit mir reden? Nein, Sie sprechen Deutsch ganz schlimm. Nein, ich bin Ausländer. Du hast deutschen Namen, du sprichst Deutsch sehr schlecht. Sie auch. Ja, ich weiß. Was möchtest du von mir? Ja. Sag mir. Ich möchte Ihnen erklären, wie alles funktioniert in unserem Unternehmen. Okay, und wie funktioniert das? Wie können Sie Geld verdienen im Finanzmarkt und so weiter? Wissen Sie, was Finanzmarkt ist? Ja, Geld. Was wissen Sie? Geld. Money. Piastre, Rubel, Euro, D-Mark, Lira. Aha, wissen Sie, wie können Sie Geld verdienen im Finanzmarkt oder nein? Nein. Nein, okay. Zum Beispiel, wir haben Tesla-Aktien, ja, und wir kaufen auf niedrigen Preis und dann wir verkaufen diese Aktien nach 2 Wochen mit höherem Preis, ja? Und aber, was ist passiert, wenn in 2 Wochen ist weniger wert, dann Geld kaputt oder was? Nein. Doch. Also jetzt kannst diese du Aktien, einfach nein sagen. Wir haben eine Nachricht von unseren Analysten, ja, dass die Tesla-Aktien wird nach oben steigt, ja. Wird nach oben steigt, aber ich habe schlechte Deutsch zu sagen, right? Wie bitte? Madajaka. Entschuldigung, ich muss gerade Eis essen, okay? Guten Appetit, aber wenn Sie kein Eis essen, ja? Sie können ja auch ein bisschen hören, ja? Ja, ich höre, aber Eis essen, okay? Guten Appetit. Danke, bon Appetit. Also sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Interesse in diesem Bereich oder nein? Ja, ich will Geld verdienen. Aha. Ja. Wie viel Geld kann man machen bei deiner Firma, sag mir? Und weg war sie. Guten Tag. Ich bin Eva Sander. Ich melde mich von der Unio GmbH im Auftrag von Helpbox 24. Was ist das denn? Sage ich Ihnen sofort. Herr Breitsamer am Telefon, ja? Am Telefon, korrekt. Ja, also ich sage Ihnen kurz, wir sind Mitglied vom Deutschen Roten Kreuz und Sie oder ein Familienmitglied sind bei uns mit einem anerkannten Pflegegrad registriert, ja? Ich habe Pflegestufe 5. Ja, meine Frau, ist das ne? So? Die Frau? Ja. Das ist die Frau Breitsamer, ja? Genau. Ich wollte jetzt kurz informieren, dass Pflegebedürftige einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegehilfsmittel im Wert von bis zu 40 Euro monatlich haben, ja, wenn sie zu Hause gepflegt werden. Ah, die ist hier zu Hause, ne?
Das ist bei Ihnen der Fall. Keller. Deswegen auch mein Anruf, Herr Breitshammer. Ja, ja. So, also Handdesinfektionen, Schutzschürzen, Mundschutzmasken, Einmalhandschuhe, diese Matratzentopper. Muss man jetzt wieder Maske tragen? Nein, nein, nein. Das sind Pflegemittel, Hilfspflegemittel für den Pflegebedürftigen. Und der hat einen gesetzlichen Anspruch. Das bezahlt die Krankenkasse. Ach so. Das sind so Boxen, ja. Das ist so eine Box. Und die hat alles drin. Also Handdesinfektion, Schutzschürzen, Mundschutz, Matratzentopper für das Bett, ja, für die Matratze, für einen gesünderen Schlaf. Ja. Das bekommen Sie alles kostenlos bei Ihnen zu Hause monatlich geliefert. Ja, aber ja, nur, dass wir uns richtig verstehen. Meine Frau, die hat nur einen Dachschaden, die braucht keinen Mundschutz, die ist nicht krank in dem Sinne, ne? Ja, aber das sind ja Sachen, die man auch alltäglich braucht, ja? Diese Einmalhandschuhe und diese Matratzentopper sind auch super. Wenn ich gesünderen Schlaf, die Matratze kommt da drauf, das sind so die Bettschutzeinlagen. Ja, können da denn auch die, können da denn auch die Katzen drauf oder geht das nicht? Ja, die können Sie ja nutzen, wie Sie möchten. Die bekommen Sie sowieso umsonst von der Krankenkasse. Ja, mir geht's nur darum, weil meine Frau, ne, die kann ja im Prinzip ohne die Katze nicht einschlafen. Und wenn dieses Gerät, da sage ich jetzt mal, Katzen fernhält, ne, dann habe ich halt ein Problem. Nee, das ist kein Gerät. Das ist so ein Matratzen, so ein Bettschutz, also so ein Lacken. Also so ein Rausfallgitter, ne? Nein. Ein Laken ist das. Ein Laken? Ja, genau. Das kommt über die Matratze. Das ist so ein Finger dick. Ja? Wie so ein Finger ist das dick. Und das können Sie immer wieder waschen. Also bis zu 250 Mal ist das waschbar. Bis zu 250 Grad? Das ist gut. Bis zu 250 Mal. Sie haben eine ganz schlechte Verbindung, junge Frau. Von wo rufen Sie denn an? Ich rufe von Hamburg, aber ich habe das von anderen auch gehört, dass meine Verbindung ein bisschen schlecht ist. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Ja, soll ich Ihnen so eine Box zusenden mit all diesen Sachen drin? Jetzt höre ich Sie wieder. Ja, soll ich Ihnen, Herr Breitshammer, so eine Box zusenden? Mit so einem Laken? Ja, das sind 4 Stück, ja? Ja. 4 Stück bekommen Sie und die können Sie bis zu 250 Mal waschen. Also Sie waschen sie und benutzen sie nochmal. Verstehen Sie, die schmeißen Sie nicht weg. Also eine Tischdecke im Prinzip. Für das Bett. Ja, eine Tischdecke fürs Bett suche ich jetzt schon länger, weil ich bekomme fürs Bett immer nur Bettdecken angeboten, ne, beim Bettenlager. Das ist frustrierend. Und super. Soll ich Ihnen so eine Box zusenden, ja? Möchten Sie das? Aber wenn das nichts kostet, habe ich da nichts gegen, ne? Nein, das kostet überhaupt nichts. Das bezahlt die Krankenkasse. Das ist ja lieb. Deswegen brauche ich auch die Krankenkasse der Frau und die Versicherungsnummer, damit es zur Krankenkasse geht. Ah, jetzt habe ich die Masche verstanden. Ja, können wir gerne machen. Können Sie das denn auch, weil wir sind nicht so oft zu Hause, können Sie das Paket hier zum Gino auch schicken? Sie sagen mir eine Adresse, ja? Und ich schreibe das hier im System rein, wo das Paket jeden Monat hin soll. Ja, das ist ja das rote Herz in Emskirchen. Das hier eine Pizzeria, dann können wir das da abholen. Ah, wie ist denn die Straße dort? Altschauerberg 8. Sorry, Leute, da kommt ein anderer Anruf rein. Die Alte ist mir zu dumm. Mit Herr Sidax. Ja. Herr Sidax, ich heiße Michael von der Investmentgruppe. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Anmeldung zum Onlinehandel. Also, Herr Sidax, können Sie bitte mir sagen, haben Sie die Angebote in der Webseite gesehen? Ja, darum Anmeldung machen, sonst keine Anmeldung machen. Sie haben sich in unserer Webseite angemeldet. Right. Ich habe Ihr Name, Vorname und auch E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Gut.
Ja. Ja? So, ist Problem? Okay, also, ist Problem? Okay, also, so können Sie bitte mir sagen, zum Beispiel, haben Sie Erfahrungen im Fach Trading oder Investment überall? Nein, ich nicht haben. Nur Erkältung haben. Mhm. Okay, habe ich das total verstanden. So, okay. Und haben Sie Ahnung, was bedeutet das überall, zum Beispiel Trading oder Geldanlagen in diesem Fach? Nein, ich nicht wissen. Okay. Ich möchte probieren machen und Verdienung machen. Aha. Okay, so möchten Sie das probieren, ja? Right. Okay, habe ich das total verstanden. Und können Sie bitte mir sagen, mit welcher Summe möchten Sie das machen? Kommt an auf, was kann meine Firma meine geben bei Hilfe und Profit machen? Entschuldigung, wie bitte? Mehr Schweinchen. Drei Stück. Okay? Geht das okay, bei seiner Firma? Okay, wir haben eine Firma, wir haben ein Büro in Office. Österreich. Sie können, ja, Office, ja. In Österreich, so, ich kann die Adresse Ihnen geben und Sie können dort auch das machen, zum Beispiel. Ich brauche Adresse, muss wissen, wie viel Profit kann man machen bei deiner Firma. Okay, so Sie bekommen monatlich 30 bis 35%. So viel? Das ist unmöglich. Ja, so, aber warum ist es unmöglich? So viel Geld, da muss keine Menschen mehr arbeiten, wenn man so einfach Geldverdienung machen bei deiner Firma kann. So, Sie können das machen, was Sie möchten. Sie können das probieren für 2 Wochen. Und falls Sie das nicht möchten, Sie können Ihr Konto ausschalten und Sie können total Ihr Geld dazu bekommen. Was machen? Total Ihr Geld, Sie können auch zurückkommen. Ich nichts verstanden. Ihr Geld, Sie können das zurückbekommen, total. Ich will Profit machen. So, ja, natürlich, Sie können Profit oder Gewinn machen und auch, wenn Sie unsere Plattform nicht möchten, können Sie Ihre Plattform ausschalten und Ihr Geld mit Ihrem Gewinn auch zurückbekommen. Wie viel? Was, wie viel denn? Europa oder Dollar oder So, Hase? Wir haben drei Varianten für die Leute, die möchten ihr Konto bei uns aktivieren. Sie können mit mindestens Summe 250 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro anfangen. Okay. Ja. Ja. Dann Sie können Geld anlegen, dann wir aktivieren Ihr Konto. Wenn Sie Ihr Konto aktivieren, so Sie bekommen 3 Dienste. Sie bekommen Strategien, Sie bekommen Lektionen und auch Sie bekommen Finanzanalytiker. Finanzanalytiker sind die Spezialisten, die Ihnen helfen in diesem Weg und auch wir geben Ihnen auch ein ATS-System. Es ist eine künstliche Intelligenz. Ein ATS? So, diese künstliche von ATS. Doktor? Nein, das heißt ATS-System, automatische Tradesystem, ja. Und Sie können das anmachen in Ihrem Plattform und Sie bekommen diese ATS-System auch. Es ist eine künstliche Intelligenz. Es kann für Sie selber Trad machen und auch es kann alles. Was kann der machen? Ein Rad machen? Dreirad oder Fahrrad? Entschuldigung, was denn? Was? Habe ich Ihre Frage nicht verstanden. Du hast gesagt, er kann ein Rad machen. Ich sage, welches Rad kann der machen? Ein Dreirad, Fahrrad, Motorrad? Nein, es kann das selber machen, habe ich das gesagt. Oh, Masturbation Roboter oder was? Ja, es ist etwas gleich ChatGPT oder etwas gleich, das ist künstliche Intelligenz. Aber solltet ihr nicht erstmal mit normaler Intelligenz probieren, bevor Roboter kaufen, weil wenn natürlich, Sie können mit normaler Intelligenz auch das machen. Ich habe das gesagt, Sie können das auch selber machen. Ja, weil du meine Bruder, Habibi, weil du, wenn Mensch dumm, wie soll Computer schlau machen? Verstehst du? Das ist nicht so gut.
So, heutzutage sind alle diese, aus meiner Sicht, wie heißt das, sicherer denn normaler Intelligenz. So, Mensch kann viele Probleme machen, aber alle diese, sie kann alle Risiken auch kontrollieren und alle Probleme löschen. So. Right. Weißt du, Mensch kriminell, Roboter nicht. Weißt du, Roboter sehr gut, oder? Aus meiner Sicht, Roboter heutzutage ist ganz besser als Mensch. Ist ganz besser als Mensch, ja, also bei, wenn man die als Vorbild nimmt, auf jeden Fall. Und wie heißt die Roboter, was ist sein Name? ATS-System. ATS? Was heißt System. ATS? ATS, das ist die Abkürzung von automatisches Radesystem. Was heißt Rade? So, es ist eine künstliche Intelligenz, so. Ja, und wo ist deine reale Unkünstliche gegangen? Wer hat sie genommen? Wir sind in London. Sie können unsere Firma jetzt im Internet auch suchen. Das heißt... Gavari Paruski, suka, bled. Ich kann nicht auf russische Sprache sprechen, leider. Warum nicht? So, weil kann ich nicht auf russische Sprache sprechen. ich kann nur auf russische Sprache, auf englische Sprache und deutsche Sprache sprechen. Ah, das ist schade. Ja. Na, gucken, ob du merkst, dass ja, ich jetzt schade. Mit völlig anderem Ton aber, rede, aber wahrscheinlich möchten, nicht, ne? Aber falls die möchten auf russische Sprache sprechen, ich habe Kolleginnen und auch Kollegen, die sie können auch auf russische Sprache sprechen. Ich kann bitten, die... lass mal. Ja. Das wird schon klappen. Ich dachte, du bist irgendwie so, du hörst dich so stupide an, dass wir halt reden können, ne? So, hören Sie mich, was Sie möchten. Ja, klar. Sie können, ja. So, Sie können das, Sie können das, ich habe das gesagt, so, selber machen oder Sie können mit ACS-System machen. Und jetzt, was Sie möchten mit unserer russische Sprache legen, sprechen. Nicht, no, nein! Okay. Verstehst du überhaupt nichts? Okay, du möchtest etwas nicht aus meiner Sicht, ja? Was? Nein, du verstehst nicht, was ich sage. Warte, ich gebe dir mal meinen indischen Kollegen wieder, warte. Hallo, Sir? Hallo? Verdammt! So viel zum Thema, er kann Englisch. Ja, beim Thema künstlicher und realer Intelligenz ist bei denen halt echt vorbei. Hallo, ist da jemand? Ja, Tobias Überwarer, wie geht's dir? Alles gut, und selber? Alles gut. Sauber. Ich bin direkt vom Invest, Capital Invest. Oh, was ist das? Das ist Ihre Plattform, wo haben Sie angefangen mit 250 Euro und bis jetzt haben Sie noch kein Geld ausgezahlt, noch kein Verdienste gesehen. Warum nicht? Weil Sie waren nicht erreichbar, deswegen haben wir noch nicht die Auszahlung gemacht. Sobald Sie erreichbar sind, natürlich zahlen wir Ihnen aus, weil das ist dein Geld. Was für Auszahlung denn? Wie viel Geld? Also, das sind hier 12.150 Euro, weil Sie haben schon ein Jahr an auch haben Ihre Investition kein Geld genehmigt. Wir haben kein Geld genehmigt? Was? Nein, Sie haben noch nicht eine Investition genehmigt. Sie haben investiert und kein Geld bekommen bis jetzt. Das stimmt, ja, dann überweis mir das mal. Ich kann das gut gebrauchen. Natürlich überweisen Sie Ihnen das, weil das ist dein Geld. Guter Mann. Dann gehen Sie bitte kurz in deinen Computer und wir machen das zusammen. Ich soll in meinen Computer reingehen? Ja, nein, ich will nichts verbinden, weil ich dafür nichts. Kollege, ich verstehe überhaupt nicht, was du von mir willst. Gibt es irgendjemanden, der richtig Deutsch reden kann? Ja, hier gibt nichts richtige Deutsche. Hier gibt das merke ich schon. Deutsche. Was kannst du für Sprachen sprechen? Ich kann kein Deutsch. Do you speak English? English, right? Ja, ich speak English. What do you like to do, sir, right? Also, you have to pay 250 Euro with unserer Plattform, where you can money to win every month. Okay, jetzt habe ich fast, du willst 250 Euro von mir, damit ich 12.000 Euro kriege, ja? Nein, ich will ja kein 250 Euro, Sie
das Geld zu kriegen. Sie haben schon investiert in dein Konto. Ja, dann gib mir doch die Kohle, verdammt. Ich gebe dir PayPal-Adresse. Ja, die Kohle. Dann wie soll ich Ihnen die Kohle geben? PayPal! Aktiviert sein. Die Kohle muss aktiviert sein. Ja, dann musst du, keine Ahnung, beim Chemiker anrufen. Wie soll ich das Geld denn aktivieren? Sag mir, wie soll ich Geld aktivieren? Drei gelbe Kasten unten. Gehen Sie unten. Computer. Gehen Sie Computer. Sehen Sie jetzt den Computer, bitte. Nee, ich passe nicht rein in den Computer. Es ist Desktop-Computer. Ich habe hier nicht so einen Hochleistungsrechner, dass ich da reinlaufen kann. Verdammt nochmal. Was meinen Sie mit dem? Das frage ich mich auch die ganze Zeit mit dir. Wozu brauche ich Computer? Wozu brauche ich Computer? Mach mir Überweisung, Mann. Diese Konto zu aktivieren. Wie soll ich das Ihnen geben, ohne aktiviert zu sein? Das verstehe ich nicht jetzt gerade. Ja, aber ich habe doch auch Geld einbezahlt, ohne dass es aktiviert war. Dann kannst du mir das doch auch wiedergeben. Richtig, das ist richtig, jawohl. Dann, wenn Sie Geld einbezahlt haben, dann müssen Sie auch im Computer sein. Ich werde Ihnen das Link senden, wo kannst du direkt selber machen, die Auszahlung. Also ja, dann schick mir. Schick mir mal den Link. Ich habe hier Ihnen zu finden, wo du bist. Meine E-Mail-Adresse ist waschdeinermama@gmx.de. Kannst du mir den Link schicken? Ich habe nur diese taube88@oil.com und ihre Kreditkarte. Ja, okay, dann schick mir das dahin. Warte, ich mache E-Mail-Adresse kurz auf. Ja, was soll ich Ihnen schicken jetzt gerade? Du hast gesagt, du willst mir Kontoaktivierung schicken. Dann dabei. Du musst selber im Computer sein. Ja, ich bin doch am Computer. Denkst du, ich lasse meinen Wellensittich die E-Mails abrufen, du Tröte? Warum sind die so blöd, du Hurensohn? Deine Mutter ist blöd, weil sie dich so schlecht erzogen hat, du kriminelles Schwein. Das ist immer wieder unglaublich. Ja, also wir haben hier deine Kreditkarte und deine E-Mail-Adresse. Ja, ich glaube, er ruft zurück. Hallo? Ja, Hurensohn, hören Sie mich? Ja, da bist du ja wieder. Bist du sogar zu dumm zum Telefonieren? Ja, ich fick dich, Hurensohn. Ja, komm hierher. Gute Nacht. Komm her. Dabei. Ja, dabei. Dabei, die bist du da. Zuckerbilder. Hurensohn. Komm her, verdammt. Wo komm her, du Feigling, du Krimineller, du. Hurensohn, Krimineller. Du bist Krimineller, ja. Wow. Das war ja ein... Das ist unglaublich. Käseberg, Daniel Schneider ist am Rad. Ich melde mich aufgrund Ihres Interesses für das Online-Trading. Ja. Ich bin Ihr Kontoberater und meine Aufgabe besteht darin, Ihnen bei der Handelskontoaktivierung zu helfen und weitere Informationen zu geben. Herr Käseberg, sagen Sie mir bitte, bringen Sie Erfahrung mit oder ist das komplett Neuland für Sie? Ja, das ist Neuland für mich. Ich bin Psychotherapeut und wollte mir ein bisschen was nebenher verdienen, ne? Gut. Warum nicht? Denn bringen Sie Erfahrung mit oder haben Sie... Nein, habe ich doch gerade gesagt. Konzentriere dich. Okay, gut. Dann in dem Fall bekommen Sie ein Anfängerportfolio zugewiesen, das heißt, Sie bekommen ein vollautomatisiertes Robotersystem. Ein was? Hilfe von künstlicher ein vollautomatisiertes Robotersystem, was mit Hilfe von künstlicher Intelligenz handelt. Und einen Seniorfinanzanalytiker, der für Sie die ganze Arbeit übernehmen wird, was technische und fundamentale Analyse betrifft und erstellt für Sie Ihre eigene Strategie auf dem Finanzmarkt. Und diese Strategie wird bei den Einstellungen umgesetzt und nach den Einstellungen schalten Sie Robotersystem ein und wie es in der Werbung beschrieben ist, wird es automatisch Ihre Investitionen rund um die Uhr mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generieren. Ach, da muss ich gar nichts selber machen, oder wie? Genau, müssen Sie nichts selber. Das ist ja klasse. Die ganze Arbeit übernimmt der Seniorfinanzanalytiker für Sie. Das ist ein Spanier dann wahrscheinlich, wenn der mit Senior angesprochen wird, oder? Wie bitte? Spanien? Ein Spanier ist das dann, oder? Warum Spanien? Ja, weil Sie sagen Senior Finanzanalytiker. Senior sagt man ja in Spanien, so wie mein Herr oder Sir. Nee, Senior heißt, dass die Person sehr gute Arbeitserfahrung in dem Bereich hat und solche Leute nennt man Senior, ja?
Sie meinen wahrscheinlich Senior, aber nicht Senior. Das ist eine Frage der Bezahlung. Das ist einfach so. Senior, ja, genau. Weil wenn du hier in, wenn du hier in Herne jemanden mit Senior ansprichst, dann geht er davon aus, dass du Spanier bist, Alter. Das ist einfach so, Cabron. Okay. Verstehst du das? Ja, ja, verstehe. Haben Sie vielleicht falsch verstanden, ja? Nee, du hast es falsch ausgesprochen, Alter. Ist einfach so. Spanisch angesprochen, sondern Senior. Sprechen Sie denn Hablo Español, Cabron? Nee, nicht wirklich. Ja, hätte ja sein können. Okay. Ja, das ist einfach. Wie gesagt. Sag, von wo rufst du denn an, sag mal? Die zukommt. Kesselberg. Von wo rufst du an, Kollege? Von wo rufe ich an? Ja, einfache also Frage. Deutschland. Aus Deutschland. Also, willst du mich verarschen? Ich frage, von wo du anrufst, sagst du aus Deutschland. Wo? Lokation, Gebäude. Lokation, also Berlin, Alexanderplatz. Am Alexanderplatz, das sind hier die Typen von der Sekte, die da immer den Stand haben, oder was? Da ist unsere... Was zahlen Sie dir dafür? Für Gebäude, oder wofür? Ja, das ist einfach so. Also ich, keine Ahnung, Sie stellen solche Fragen. Ja, das ist einfach, du bist Stalker, Alter. Oh, scheiße. Ich komme irgendwie nicht mehr an längere Anrufe. Die Leute sind alle so dumm. Und ich bin so genervt von den super, super Dummen, dass ich mich da gar nicht mehr groß drauf einlasse. Aber gibt's mir Kurzanruf-Kompis für euch, Freunde. Da dürft ihr mir gerne was drunter schreiben und die Däumchen drücken. Das hilft mir sehr weiter. Dankeschön.